ernste Worte nach dem Unentschieden gegen das Tabellenschlusslicht Burghausen am vergangenen Samstag. Nach guten Offensivaktionen, aber vergebenen Chancen heißt es für die Spieler des MSV jetzt weiter im Training. Einer der wenigen Gewinner des letzten Spiels ist wohl Erdogan Yeziljurt. Der 20-jährige Mittelfeldspieler rettete der Mannschaft immerhin einen Punkt. Einerseits natürlich Grund zur Freude, andererseits aber auch die Gewissheit, das selbstgesteckte Ziel nicht erreicht zu haben. Wir wollten ja unbedingt auf Sieg spielen und nachdem wir jetzt so spät das Tor gemacht haben, wollten wir natürlich die letzten, ich glaube es waren 7 Minuten, natürlich auf das Siegtor halt spielen. Muss man halt ein bisschen verbissen sein, ist ja klar, alles nach vorne werfen und leider ist es uns nicht gelungen. Viel Zeit, das Unentschieden zu verdauen, haben die Zebras nicht. Schließlich wartet schon am Samstag ein besonderer Gegner auf sie. Der erste FC Heidenheim, einsamer Tabellenführer mit derzeit 46 Punkten. Trainer Carsten Baumann lässt sich davon nicht einschüchtern. Ich glaube, dass es ein Spiel wird wie jedes andere. Das Einzige, was uns vielleicht noch im Kopf schwirrt, ist, dass es das erste Spiel war hier zu Hause gegen Heidenheim, was wir unglücklich verloren haben, dass wir da vielleicht noch ein bisschen galliger sind. Das würde ich mir wünschen, aber ob wir jetzt gegen den Tabellenersten spielen oder zweiten oder dritten, das ist auch egal. Positive Nachrichten gibt es jedenfalls an der Verletzungsfront. Torhüter Marcel Lenz ist nach Meniskusriss ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Und das mit voller Einsatzbereitschaft. Während die Nummer 1 im Tor, Michael Ratajczak, für heute aufgrund einer Fingerverletzung vom letzten Spiel ausnahmsweise mal als Feldspieler mittrainiert, gibt Marcel Lenz im Tor wieder Gas. War ein schönes Gefühl, wieder am Platz zu stehen. Knie macht gut mit. Natürlich muss man noch ein bisschen Vertrauen ins Knie wieder kriegen. Aber ich bin schmerzfrei und jetzt geht es auf jeden Fall bergauf wieder. Es ist natürlich nicht schön, wenn man verletzt ist und es ist auch gut, wenn man mal ein bisschen was für sich machen kann. In der Vita zum Beispiel für seinen Körper, aber ich meine, wenn man jeden Tag denselben Ablauf hat und die Jungs jeden Tag trainieren sieht, dann will man natürlich auch so schnell wie möglich wieder zurück. Und sobald das Trainerteam sein Okay gibt, kann der 22-Jährige seinen Platz als zweiter Torwart wieder einnehmen. Von den Ärzten jedenfalls gibt es bereits grünes Licht. Und auch Marcel Lenz' Mannschaftskollegen wurden in den letzten Tagen gründlich durchgecheckt. Dass die Weihnachtspause nicht eingeplant ist, um sich den Bauch mit Plätzchen vollzuschlagen, macht Carsten Baumann deutlich. Wir haben extra einen Laktattest gemacht, jetzt in der letzten Woche die Auswertung haben wir. Und die Jungs haben sich ein paar freie Tage verdient, aber wirklich nur ein paar. Und dann gibt es natürlich einen detaillierten Plan für jeden Einzelnen, den sie machen sollen. Und damit wir dann auch gleich am 3. Januar wieder voll starten können. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ein Trainingslager wartet im Januar ebenfalls noch auf die Spieler. Und dann geht es, diesmal mit Vorbereitung, voll motiviert in das dritte Spiel der Rückrunde. MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund. Am 21. Januar 2014 treffen die Zebras in einem Freundschaftsspiel auf den Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund. Bereits im Sommer hatte sich der BVB dazu bereit erklärt, den MSV mit dem Freundschaftsspiel finanziell zu unterstützen. Auch der FC Schalke 04 und das Team des FC Bayern München haben ihre Zusage für Freundschaftsspiele gegeben. Ein Termin hierfür steht allerdings noch nicht fest. Die Karten für die Begegnung gegen die Dortmunder sind ab jetzt zum Verkauf freigegeben. 3 Testspieler im Mannschaftstraining. In dieser Woche erhielt die Mannschaft des MSV Verstärkung durch 3 Testspieler, deren Namen der Verein derzeit noch nicht herausgeben möchte. Es sei zudem gar nicht klar, ob der Verein überhaupt neue Spieler verpflichten könne. Dennoch halte man sich die Möglichkeit offen, nach neuen Talenten Ausschau zu halten. Termin für Halbfinale im Niederrhein-Pokal steht fest. Am Dienstag, den 8. April 2014, trifft der MSV im Niederrhein-Pokal gegen Rot-Weiß Essen an. Für diejenigen, die das Derby live mitverfolgen möchten, beginnt der Kartenvorverkauf am 20.01. im Zebra-Shop in der MSV-Arena. Dauerkartenbesitzer haben einen kleinen Vorteil, sie können die Karten bereits ab dem 7. Januar erwerben. Insgesamt sind 4.000 Karten im Verkauf.